Endlich geht's weiter mit Resident Evil 4. Liebe Leute, willkommen zurück. Wir sind natürlich immer noch im Schloss und ja, lang ist's her, der letzte Part. Aber ich habe ja schon im Part 24 sollte es gewesen sein von Phantom Hourglass das erklärt, warum jetzt wieder mal so lange nichts kam. Also wenn ihr es unbedingt wissen wollt, schaut da vorbei. Jetzt aber konzentrieren wir uns auf dieses Spiel mal wieder und ich weiß noch, ich habe vor dieser Tür hier Schluss gemacht. Wir haben kurz reingeschaut, haben gesehen, was da drin ist und sind gleich wieder zurückgelaufen zur Schreibmaschine zum Speichern. Ich werde mich jetzt erstmal kurz ausrüsten, denn das ist eine sehr, sehr knifflige Stelle. Ich mix mal eben kurz das Kraut hier, okay. Bisschen mehr Platz und dann, ja, Shotgun haben wir ganz schön viel Munition. Aber ich glaube, fürs Erste bleibe ich mal bei der Blacktail. So, in den Notfällen greife ich dann zum Schrotgewehr, aber ja. Soll ich vielleicht davon noch so ein gelbes, grünes Kraut nehmen? Das heilt nämlich, glaube ich, gar nicht so viel, aber erhöht halt die maximale Lebensenergie. Ja, gut. Jetzt habe ich es schon gemacht, jetzt ist es zu spät. Dann schauen wir uns das Ganze hier mal an, was da auf uns wartet. Ein Haufen Gegner, teilweise auch sehr, sehr, sehr stark bewaffnet mit ja, Morgensternen, die von allen möglichen Seiten kommen. Ich würde sagen, Ashley, du stellst dich mal irgendwo. Wo kommst du jetzt her? Ashley, du stellst dich mal irgendwo in die Ecke, dass ich dich da beschützen kann. Hier vielleicht. Ja, scheiße, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Das ist gerade ein bisschen kacke. Du bitte, lass dir Zeit. Dass die Typen mit ihren Schildern so schnell da sind, überrascht mich aber auch ein bisschen, muss ich sagen. Oh, fuck, 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 fuck. So, was ist da links, links, links? Okay, der ist noch ganz, ganz weit entfernt. Da muss ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen, außer der fängt auf einmal an zu laufen. Das kann ja auch sein. Boah. Okay, was war das? Das war purer Skill, meine Freunde. Zack. Wieso? Bitte lach nicht so scheiße, das ist ein bisschen furchteinflößend. Wieso hat Ashley jetzt nach Hilfe geschrien? Ich beschütze sie doch die ganze Zeit. Aber ich glaube, hier jetzt wirklich die ganze Zeit rumzusitzen, ist gar nicht mal so gut, weil wir auch etwas machen müssen. Weil ich mir jetzt auch gar nicht sicher bin, ob die Gegner überhaupt aufhören, ne? Ist ja auch so eine Sache, das könnte halt echt sein, dass die da unendlich spawnen. Man hat es gerade gesehen aus den Türen. Wir müssen aber auf jeden Fall erstmal hier nach unten in ein Zimmer, wo es einen Schalter, wo es zwei Schalter gibt sogar. Der Typ steht da einfach ganz gechillt da. Ja, dann werde ich das kurz ausnutzen und die Shotgun nachladen. Allerdings kommt da jetzt schon so ein anderer Typ, weil der lacht schon wieder so scheiße. Das machen sie eigentlich nur, wenn sie schon ziemlich nahe sind. So, beide Schalter gedrückt, dann erscheint ein Hebel zum Drehen. Und so ein anderer Typ kommt. Willst du irgendwas oder? Hauptsache so ein ganz kurzer Spind. Wie viel hältst du aus? Alles klar. So, da kommen aber schon die nächsten durch die Tür. Oh, ein roter. Okay. Der hält wahrscheinlich auch ein bisschen mehr aus als die anderen. Oh Gott, kommen sie jetzt von beiden Seiten? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, jetzt. Das ist jetzt wirklich so ein Notfall, wo ich gern die Shotgun nehme. So, zack, Köpfe weg. Ashley, lasst ihr bitte in Frieden. Ach du Scheiße, das habe ich jetzt gesehen. Oh Gott, war es knapp. Ashley, kommst du bitte her? Kommst du bitte her? Ja, komm, komm, komm. Oh, wie knapp. Alter Schwede, der war dieser Parasitenkopf-Typ,
Dingsbums da war jetzt echt nah an Leon. Der hätte mir fast den Kopf weggebissen. Ashley, okay, schön. Wieder voll geheilt. Jetzt muss einer von beiden den Schalter hier drehen. Ich glaube, das kann man sich aussuchen. Wozu ist das Ding gut? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wer übernimmt die Steuerung? Ashley, mach du mal bitte. Ich verteidige dich einfach mal. Ist auf jeden Fall besser, als wenn ich mich hier jetzt in Gefahr begebe. So. Erstmal nachladen. Ja, ganz gechillt. Okay, die Stufe ist nach unten geklappt. Autsch. Jo. Menü. Heilen. Leon. Und dann noch das da. Dann passt es erstmal. Okay, komm. Oh nee, die Stelle kommt hier auch in diesem Raum. Oh nö. Da oben ist eine Kurbel. Kurbel heißt das. Okay, gut. Gut zu wissen. Auf das habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Weil das ist wirklich für mich eine der behindertsten Stellen im ganzen Spiel, ne? Sturmgewehrmunition, ja. Ich würde sagen, ich hole erstmal eine Granate raus, dass ich die ganzen Typen da vernichte. Zack. Läuft alles schön ins Feuer. Der läuft einfach vorbei. Was? Was? Die ist doch... Ist das jetzt dein Ernst? Die ist nicht mal ansatzweise im Feuer gestanden. Okay, gut. Hier ist ein Speicherpunkt. Das ist jetzt eigentlich komplett egal, dass ich da jetzt gestorben bin. Also es hat echt keine Auswirkungen jetzt gehabt, eigentlich. Außer, dass ich mir die Brandgranaten gespart habe, weil die Gegner weg sind, oder? Sind die weg? Oder die sind jetzt halt einfach, haben mich halt nicht mehr im Visier. Nee, die sind wirklich nicht mehr hier. Dann nutze ich das mal aus und hol mir hier die ganzen Items in den Krügen. Da kann ich wahrscheinlich nicht rein. Nö, weil da einfach nur die Gegner rauskommen. Oh, die Musik ist aber auch richtig unangenehm, ne? So ein komischer Chor. Wie nennt man das? Ja, wie so ein komischer Gebetschor von... Ja, ich weiß nicht. Ich will jetzt auch gar nichts Falsches sagen, deswegen halte ich einfach mal die Klappe. Hier unten haben wir hier noch irgendwas. Ich glaube, in dem Zimmer mit den Schaltern war ein Dingsbums, ein Kraut. Und eine Munition auf dem Stuhl, okay. Eine Munition. Mhm. Und hier sind noch Krüge mit Money und eine Handgranate. Ja, gut. Ich war jetzt, um ehrlich zu sein, auch gerade echt überrascht, als Ashley gestorben ist, weil ich gar nicht wusste, dass die durch Brandgranaten sterben kann. Weil ich das halt noch nie geschafft habe und Leon kriegt, glaube ich, auch keinen Schaden von den Brandgranaten. Also wenn er jetzt in das Feuer läuft, glaube ich, ist da nichts. Ich will das nicht ausprobieren. Erstens, weil ich da nicht diese Granate verschwenden will und zweitens, weil wenn es doch Schaden macht, dann... Ja, es ist auch ein bisschen unnötig. Aber das hatte ich halt auch noch nie, dass Leon von diesen Granaten Schaden kriegt. Und ich bin da halt auch relativ unvorsichtig. Man hat's gesehen. Entschuldigung. Deswegen ist mir jetzt Ashley da auch verreckt, weil ich halt das echt nicht erwartet habe. Okay, gut. Kommen wir jetzt zu dieser Stelle. Wir haben schon das ausgerüstet. Ne, ist noch die Shotgun. Snipergewehr. Eigentlich ein Muss bei dieser Stelle, weil... Ja, wir können uns jetzt hier aussuchen, erstmal links oder rechts. Ich meine, links war leichter. Also fangen wir mal dort an.
Ashley geht da hoch und dann dreht sie halt an dieser Kurbel und es kommen währenddessen lauter nette Typen und wir stehen Wache. Genau, das sind sie schon. Die Musik hat sich auch einfach sofort geändert. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass das so ein Typ war. Also, ah ja, und die kommen auch zu uns. Also bei uns kommen auch welche, meinte ich jetzt. Und an sich wäre die Stelle jetzt nicht so schlecht, wenn halt bei mir keine Gegner kämen, weil das mich doch ein bisschen... Scheiße. Mich doch ein bisschen... ja, es lässt mich nicht so gut konzentrieren, sage ich jetzt mal. Aber Ashley hat schon die erste Hälfte geschafft, das ist gut. Dann killen wir mal kurz den Typen, dass sie das sicher zur zweiten Kurbel kommt. Da kommt keiner und hier... Ah, der läuft. Ah, fuck, 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 fuck. Bei uns kommt, glaube ich, einer. Ja, 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 ja. Wieso hast du es so eilig? Wieso schaust du mich überhaupt an? Voll in den Arsch geschossen. So, du bist eh schon tot, weil ich dich schon vorher so ein bisschen gestreift habe. Ich bin echt ein scheiß Sniper, ich weiß. So, zack. Und der kommt da gerade eben raus. So, jetzt müsste sie es eigentlich auch bald haben. Na komm. Ja, sehr schön. Jetzt komm, 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 schnell zu mir. Noch schnell das Money aufheben, ganz, ganz wichtig. Ja, ich bin ja schon hier. So, komm, 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 komm. Was willst du? Wieso schieße ich da mit dem Snipergewehr drauf? So, schnell jetzt dran vorbeilaufen. Come on, Ashley. Aber ich glaube, die springen auch hinterher, nicht wahr? Oder? Ja, tatsächlich. Dann möchte ich mal gucken, was da passiert, wenn ich die jetzt in der Luft erwische. Also beim Sprung, ob die dann irgendwie ins Wasser fallen. Das habe ich noch nie ausprobiert, aber das würde mich jetzt gerade interessieren. Okay, nee, den wirft's einfach nur zurück. Okay. Schade, aber ist halt so. Okay, ah ja. Ah ja, okay. Mhm. Hier haben wir jetzt erstmal unsere Ruhe. Hier gibt es aber auch, glaube ich, Spinels da oben, ja. Und ich glaube, da vorne, wenn ich da so hingehe, wird eine Cutscene getriggert. Wieso war das jetzt kein Treffer? Deswegen, ja, schauen wir uns erstmal ein bisschen um, bevor wir dann nach vorne gehen. Hier haben wir einen Schatz. Apropos Schatz. Habe ich Schätze verpasst? Tatsächlich. Aber sonst, ja, im Schloss nichts. Außerhalb vom Schloss, glaube ich. Ja, es gibt außerhalb vom Schloss Schätze, aber am Anfang nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe es jetzt einfach mal, sonst habe ich noch einen Schatz verpasst, was ich echt nicht will, weil ich vergesse irgendwie die ganze Zeit auf die Karte zu gucken. Was halt echt scheiße ist. Ja, ich meine, ich könnte da jetzt zurücklaufen. Was war jetzt überhaupt das für ein Schatz? Das habe ich jetzt überhaupt nicht mitbekommen. Das war dieser Goldarmreif? Nee, oder? Okay, ich weiß nicht, was da jetzt gerade drin war. Ist ja auch nicht so wichtig. Ihr könnt auch einfach zurückspulen. Hauptsache extremes Kurzzeitgedächtnis. Naja, ich bin auch momentan echt müde, also
Da leidet natürlich auch schon mal die Konzentrationsfähigkeit ein bisschen. Also ich hoffe, ihr könnt das verzeihen. Ich denke, ich werde jetzt mit dem einen Schatz das machen, dass ich halt... ja, das geht sich auskommen. Ah, easy. Dass ich jetzt einfach einen Cut mache, dahin zurücklaufe. Hallo? Welcome. Hier schon erstmal zum Händler vorbei. Dass ich halt den Weg dahin zurück schneide und halt den Weg wieder hierher auch. Dass ihr halt seht, wo der Schatz ist. So, er hat neue Upgrades für TMP, Sturmgewehr, Schrotgewehr und ja, die Waffen da oben. Ich weiß nicht, was könnten wir uns vornehmen? Schrotgewehr eventuell, glaube ich. Feuerkraft, Kapazität. An sich würde ich eigentlich fast immer sagen, Kapazität ist am wichtigsten. Dann Feuerkraft. Dann, ja. Ladegeschwindigkeit, Feuergeschwindigkeit ist eigentlich beides gleich gut, ziemlich. Ich meine, gut, für Bosse ist vielleicht Feuergeschwindigkeit besser, aber ansonsten, ja, kann man da eigentlich Thank you. nehmen, wie man lustig ist, das Upgrade. Was ist denn jetzt hier für TMP neu? Feuerkraft oder was? Und Ladegeschwindigkeit? Weil irgendwie leuchten die Punkte da nicht bei diesen einzelnen Attributen. Aber egal, ich werde jetzt trotzdem mal die Feuerkraft zweimal upgraden. Die ist dann auch schon fast auf Maximum. Und Ladegeschwindigkeit lasse ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Und alles andere lassen wir jetzt auch erstmal so. TMP kann ich erstmal wieder... Nein, nicht so. Erstmal wieder. Na komm, nachladen. Und dann würde ich sagen, wir gucken mal zum Schatz. Hä, Moment, was? Hier ist ein Schatz, ja, den habe ich genommen. Oder vielleicht war es auch kein richtiger Schatz, vielleicht war es irgendwie nur so ein Seidenkristall oder wie das heißt, oder Spinell. Oder da oben ist ein Schatz. Ich glaube sogar, dass da oben einer ist. Na, Moment. Ja, super, Säule im Weg. Na, sieht man jetzt von hier nicht wirklich. Obwohl. Doch, 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 Moment. Ich werde mal kurz mit einem Sniper hinzoomen, dann sieht man es, glaube ich. Ja, da, die Kiste. Alles klar, gut, ich dachte schon. Ja, Ashley, kannst du in dem Raum bleiben oder musst du mitlaufen? Follow me. Ja, okay. Ich hoffe halt nur, dass jetzt auf dem Weg wirklich keine Gegner sind. Kurz auf die Karte nochmal gucken, bevor ich den Schnitt setze. Das ist... Hier ist dieser ganze fette Raum, dann das da, dann das da. Ah, okay, ich glaube, ich weiß schon, wo der ist. Den kann man schon mal leicht übersehen, wenn man nicht auf die Karte guckt. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. So, in diesem Raum sollte das sein. Ja, da oben. Ist schon ganz schön fies versteckt. Ein purpurner Edelstein. Muss ich kurz gucken, wegen Kombinieren. Ist der für den Bierstein? Nee. Nee, die waren für die Maske, ne? Okay, das sollte heißen, wir werden noch mal eine zweite Maske finden. Und ansonsten,
Jo, gehen wir wieder zurück in den großen Raum. Okay, ich würde schon mal sagen, wir machen hier Schluss, weil das einfach ein chilliger Raum zum Schluss machen ist. Ein chilliger Ort. Ja, im nächsten Part mal gucken, dann denke ich mal, schauen wir uns das hier mal an, was auch immer das sein soll. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.